Euch bitten, wenn ihr wollt, ihr könnt mit mir aufschlagen zum Jakobusbrief. Wir werden heute Morgen, mein Thema heißt Triumphieren in der Anfechtung. Triumphieren in Anfechtung. Jakobusbrief, der Jakobusbrief. Wir möchten so einige der ersten Verse nehmen von diesem Brief. Was ist so besonders in diesem Brief von Jakobus? Nun, das Besondere ist daran, dass dies der allererste Brief ist, der geschrieben worden ist im Neuen Testament. Der allererste von allen. Also nicht der Galater, nicht der Epheser, nicht all die Lieblingsbriefe, die wir vielleicht haben, oder die Apostelgeschichte, oder auch Matthäus-Evangelium. All diese wunderbaren Briefe, die 27 Bücher des Neuen Testamentes, die wir vor uns haben, sind wunderschön. Man muss einfach wissen, Jakobus ist der erste Brief, der geschrieben worden ist. Und manchmal ist es auch so, der erste Brief, den der Heilige Geist inspiriert hat, Jakobus, dass er dies aufschrieb, hat auch oftmals eine besondere Bedeutung. Weiß nicht, wer in der Modebranche, ein bisschen weiß, oder dass immer das erste Model, das reinläuft, und das letzte, das reinläuft, oder sind immer die wichtigsten Posten. Also ist oftmals so, immer das Erste, was Gott zu sagen hat, aber auch das Letzte, was er zu sagen hat. Deswegen auch Offenbarung ist natürlich auch besonders wichtig. Zeigt uns auf, was Gott uns mitteilen möchte hier. Jakobusbrief, ja, wer hat denn geschrieben? Ja, das war Jakobus, der Bruder des Herrn. Er hat nicht an Jesus geglaubt vor seiner Auferstehung. Jakobus war derjenige, womit Jesus aufgewachsen ist. Aber nach der Auferstehung ist Jesus ihm persönlich erschienen und er kam zum Glauben. Und Jakobus wurde dann auch zu dem Leiter der Gemeinde in Jerusalem und hat wirklich eine ganz besondere Position auch dort gehabt. Und er schreibt diesen Brief als Pastor, als Leiter der Gemeinde in Jerusalem. Er schreibt diesen Brief an die Gläubigen, die zerstreut sind in der ganzen damaligen Welt. Nun, so fängt er eben auch diesen Brief an, indem dass er hier schreibt, Jakobus, Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus, grüßt die 12 Stämme, die in der Zerstreuung sind. Grüßt die 12 Stämme. Warum Stämme? Weil zu diesem Zeitpunkt, als er diesen Brief geschrieben hat, hat Paulus noch keine Missionsreise gemacht. Die Heiden sind noch nicht zum Glauben gekommen. Bis zur Apostelgeschichte 10, die Begegnung von Petrus im Haus von Cornelius, ja, als er da hingeschickt wurde und Cornelius in sein Haus wurde gerettet. Cornelius war ein römischer Hauptmann. Bis dahin vergingen 10 Jahre von der Auferstehung Jesu bis zum Apostelgeschichte 10. Und in diesen ersten 10 Jahren war man der Überzeugung, dass man nur gerettet werden kann, wenn man sich zuerst zum Judentum bekehrt. Also nur Juden können bekehrt werden, können gerettet werden. Die Rettung der Heiden, ohne sich an die jüdischen Gesetze zu halten, ohne sich zum Juden zu bekehren, ein Proselyten zu werden, war ihnen völlig fremd, bis Petrus übernatürlich zum Haus von Cornelius gesandt wurde. Und so schreibt natürlich Jakobus an die 12 Stämme, also an die jüdischen Gläubigen, ja, die in der Zerstreuung sind, weil nachdem Stephanus, ja, gesteinigt worden ist, kam eine große Verfolgung auf über die Jesusgläubigen und sie sind zerstreut worden. Philippus ging nach Samarien, hat gepredigt, hat dort eine große Evangelisation gehabt und andere gingen einfach in die ganze römische Welt. Und so schreibt Jakobus seinen Brief an diese an Jesusgläubigen Juden hier und Er schreibt an ihnen, denn sie sind unter Verfolgung, nicht nur, weil sie Juden sind von den Römern, wurden sie auch verfolgt, weil sie nicht an die römischen Götter geglaubt haben, sondern sie werden jetzt verfolgt sogar von ihren eigenen Landsleuten, die Jesusgläubigen. Also sie haben eine doppelte Verfolgung, Schwierigkeiten, Anfechtungen in ihrem Leben. Und so schreibt jetzt Jakobus diesen Brief, um sie weiterhin auf dem Weg zu halten. Jakobusbrief liebe ich ganz besonders, nicht nur, weil er der erste Brief ist vom Heiligen Geist uns gegeben, sondern eben auch, es handelt um geistliche Reife, wie man reif wird, wie man erwachsen wird als Christ.
Und vielleicht werden wir dann auch noch ein bisschen weiter dann schauen über die nächsten Wochen oder Monate, hier immer wieder mal in diesen Brief hineingehen. Aber ich möchte hier beginnen mit den ersten Versen, den ersten Gedanken vom Heiligen Geist an die Gemeinde. Und er sagt hier in Vers 2, meine Brüder, achtet es für laute Freude, wenn ihr mancherlei Anfechtungen geratet. Da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid. Also das vollkommen heißt reif, oder? Und es euch an nichts mangelt. Wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Erbitte aber im Glauben und zweifle nicht, denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind getrieben und hin und her geworfen wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen wird. Ein Mann mit geteiltem Herzen ist unbeständig in allen seinen Wegen. Der Bruder aber, der niedriggestellt ist, soll sich seiner Erhöhung rühmen. Der Reiche dagegen seiner Niedrigkeit, denn wie eine Blume des Grases wird er vergehen. Denn kaum ist die Sonne aufgegangen mit ihrer Glut, so verdorrt das Gras und seine Blume fällt ab und die Schönheit seiner Gestalt vergeht, so wird auch der Reiche verwelken auf seinen Wegen. Und dann noch Vers 12. Glückselig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet. Denn nachdem er sich bewährt hat, wird er die Krone des Lebens empfangen, welche der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Ich möchte so ein bisschen etwas entnehmen hier aus diesen 12 Versen hier. Und zwar, er beginnt damit zu sagen, der erste Gedanke, den er mitgibt, ist einfach zu sagen, meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn in mancherlei Anfechtung geratet. Es gibt nun 4 bestimmte Wörter, die hier besonders wichtig sind, wenn wir hier wachsen wollen im Glauben. Er sagt hier, dass wir achten sollen, dass wir etwas wissen sollen, dass wir etwas zulassen sollen, dass wir etwas bitten sollen. Die will ich so ein bisschen darauf eingehen. Aber das Erste ist, achtet es für laute Freude, wenn ihr in Anfechtung geratet. Das hört sich nicht besonders schön an, oder? Also es ist nicht unbedingt so einfach, wenn wir denken an die Geschichte, die wir alle kennen von Paulus, wie er mit Silas nach Philippi gekommen ist, schlussendlich, wie sie ins Gefängnis gesteckt werden aufgrund dessen, was sie verkündigt haben und geschlagen und in den Gefängnis drin sitzend, fangen sie am Mitternacht an, den Herrn zu loben und zu singen. Das ist erstaunlich, oder? Man muss natürlich wissen, Paulus hat noch keinen Brief geschrieben, vielleicht den Galaterbrief, aber eigentlich noch keinen Brief geschrieben zu diesem Zeitpunkt. Aber den Brief von Jakobus gab es schon. Den Brief von Jakobus, vielleicht hat wohl Paulus, gehe ich davon aus, dass Paulus den Brief von Jakobus selber eigentlich gelesen hat oder gehört hat, was Jakobus ihnen geschrieben hatte. Und was war das Erste, was Jakobus ihnen geschrieben hatte? Wenn ihr in Anfechtung geratet, und das werdet ihr. Denn Jesus selbst sagt in Johannes Kapitel 16, Vers 33, er sagte, dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. In der Welt werden wir Trübsal haben. Jesus hat uns nicht gesagt, wenn wir genügend Glauben kriegen, ja, dann werden wir keine Probleme mehr haben. Nein, der Glaube hilft uns dadurch. Und er sagt hier, der Schlüssel dazu, deine Trumpfkarte, die du brauchst, ist zu wissen, dass wenn du in Schwierigkeiten kommst, in Anfechtungen kommst, dann gibt es eine Sache, die man tun muss. Und zwar, da musst du eine Party schmeißen. Du musst dich nicht freuen, dass du Schwierigkeiten hast. Nein, du musst dich freuen, dass du weißt, dass Gott einen Plan und eine Zukunft hat. Halleluja. Er hat den Ausweg daraus. Er wird aus der Sache etwas Besonderes daraus machen können. Halleluja. Eine freudige Haltung, anderen Worten. Achtet es. Das heißt, beurteile deine Situation. Und siehe, okay, es scheint schwierig. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Die Finanzen sind knapp. Mein Körper schreit mit Schmerzen. Ja, meine Freunde, meine Bekannte, meine Familie scheinen auf Abwägen zu sein. Es scheint Anfechtungen zu geben von links und rechts. Aber Jakobus sagt uns hier vom Heiligen Geist geführt, denket daran, setzt eure Augen nicht auf die Anfechtung, sondern setzt eure Augen auf den Herrn. Und als Paulus und Silas im Gefängnis anfingen, den Herrn zu loben um Mitternacht,
Die Story geht so, dass ein kontrolliertes Erdbeben von Gott kam. Und sie sind nicht verschüttet worden, haben sie nicht noch mehr verletzt worden, sondern ein kontrolliertes Erdbeben, das genau dort, wo ihre Fesseln festgehalten wurden, genau dort, wo sie festgemacht waren, die Türen sind sogar aufgesprungen. Und Gott hat ihnen einen Weg gezeigt daraus. Also Jakobus sagt uns das Erste, wenn du einen reifen Christen sehen möchtest, wer das ist jemand, der gelernt hat. Das Erste, was man lernen muss, ist in den Schwierigkeiten nicht zu wehklagen, nicht selbst Mitleidpartys zu machen, sondern dass man anfängt, einfach zu sehen, wie groß Gott ist. Auch 1. Petrus 4 und Vers 12 sagt uns hier, Geliebte, lasst euch durch die unter euch entstandene Feuerprobe nicht befremden, als widerführe euch etwas Fremdartiges. Also in anderen Worten, wir müssen damit rechnen. Denn nicht nur haben wir Schwierigkeiten in dieser Welt, weil einfach diese Welt voll Schwierigkeiten sind, sondern wir haben auch einen Teufel, der gegen uns ist. Es gibt wirklich einen Teufel. Satan ist da in dieser Welt und er will und wird dir das Leben schwer machen wollen. Deswegen musst du wissen, was für Waffen du hast im Kampf gegen ihn. Denn nicht nur werden wir Schwierigkeiten im Leben haben, einfach weil es das Leben gibt, sondern es wird Schwierigkeiten geben, weil er auch hinter uns her ist. Und er will uns natürlich auch jede Kraft berauben, um weiter das Evangelium weiterzugeben zu können. Aber er sagt hier, also achtet darauf, wägt ab, ja, was wichtig ist, was besonders ist, wägt ab, was hat David abgewogen, als er das ganze Volk Israel sah, wie sie geschlottet haben, all die großen Kämpfer, niemand wollte gegen diesen Goliath, gegen diesen Riesen, 3,5 Meter groß angehen. Aber David, was tat er? Er hat nicht auf seine Statur geschaut, er hat nicht auf seine Kraft geschaut, er hat nicht auf seine Weisheit geschaut. Er hat einfach darauf geschaut, was sagt Gott in seinem Wort. Dieser unbeschnittene Philister, das heißt, er hat keinen Bund, keine Abmachung mit Gott. Gott steht nicht zu ihm. Unser Gott, du verhöhnst den Gott Israels, was soll denn das? Wisst ihr, oftmals Anfechtungen in unserem Leben wollen einfach unseren Gott verhöhnen. Und sagen, dein Gott ist nicht groß genug. Dein Gott ist kein liebender Gott. Dein Jesus kann gar nichts. Dein Jesus ist, ja, wie jeder andere einfach Gott, stumm und kann nichts vollbringen. Der Teufel will, dass wir unseren Gott verhöhnen, aber wir müssen ihm glauben, Halleluja. Dass selbst dann, wenn auch wir in Anfechtungen geraten, dass wir da erwarten, dass wir da beurteilen, nein, unser Gott ist größer und wird uns einen Weg auch zeigen. Amen. Nicht immer sehen wir es. Nicht immer sehen wir es. Es ist so wie eine Stickarbeit. Meine Mom war ja jahrelang ausgebildete Handarbeitslehrerin. Ja? Und in der Handarbeit oder lernt man auch zu sticken. Oder? Und wenn man so eine Hand, meine Großmutter hat eben auch gestickt, wunderschöne Dinge gestickt. Und wenn man nur die Rückseite gesehen hat, haben wir gedacht, das ist ja furchtbar. Großmama, ich habe nicht etwas Besseres. Also meine ich kann ja gar nicht erkennen, was das ist. Aber drehst du es um, dann weißt du, auf der Vorderseite ist alles wunderbar schön. Wunderschönes Bild gestickt. Und oftmals sehen wir nur die Rückseite, ja, von unserer Seite her, was eigentlich Gott am Tun ist und am Machen ist, ja. Manchmal sehen wir gar nicht, bis natürlich wir dann zurückschauen, wir sehen, wow, was hast du Schönes eigentlich gemacht. Es ist immer schwierig, wenn man in der Situation ist, weil man nicht um die Ecke gerade sieht, was da noch kommt. Wir müssen verstehen, wir haben ein Leben, das natürlich uns gegeben ist, das nicht immer mit allen einfachen Dingen ist. Also er sagt hier, achtet es lauter Freude, wenn ihr in Anfechtungen geratet. Was soll man dann tun? Da ihr ja wisst, man muss etwas wissen. Man muss etwas wissen, dass die Bewährung unseres Glaubens standhaftes Ausharren oder Geduld bewirkt. Unser Glaube wird bewährt oder wird geprüft. In dem Moment. Hast du keine Prüfung und dann weißt du gar nicht, was für einen Glauben du hast. Wir werden alle geprüft. Wir alle haben unsere Prüfung. Wir alle können erzählen von Schwierigkeiten, die wir im Leben gehabt haben. Schwierigkeiten, die man vielleicht momentan gerade noch hat, oder? Und es werden noch Schwierigkeiten noch kommen. Also wisse einfach, Schwierigkeiten gehören zu diesem Leben. Ja? Wenn du in den Himmel kommst, dann wird alles gut sein. Ja? Hoffentlich. Ja. Da gibt es auch Menschen, vielleicht Menschen, die auch ein bisschen, weiß es nicht.
aber ich lasse es dem Herrn. Auf jeden Fall, in diesem Leben, wie gehen wir damit um? Was tun wir mit diesen Anfechtungen? Und er sagt hier, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet, mancherlei Anfechtungen, in anderen Worten, es gibt verschiedene Arten von Anfechtungen. Verschiedene Arten von Anfechtungen, wo man ausharren, wo man die Bewährung seines Glaubens festhalten muss. Nun, welche Anfechtungen gibt es? Nun, es gibt Anfechtungen, die du selber verursacht hast, weil du selber eine dumme Entscheidung gemacht hast. Ja? Es gibt also Schwierigkeiten, die im Leben gekommen sind, weil du selber blöd gewesen bist. Jetzt ist ganz ruhig. Ja? Falsche Entscheidungen getroffen, vielleicht unabsichtlich kann es gewesen sein. Manchmal waren es einfach Dinge, wo du einfach eine Dummheit gemacht hast. Ich denke an eine Geschichte von Paulus hier in Apostelgeschichte 9. Ich finde es so besonders, wie Paulus, wir denken an ihn, er war immer der Beste und der Größte und so weiter. Natürlich, nachdem er zum Glauben gekommen war, er war ja ein ausgebildeter Pharisäer, ausgebildet von Gamaliel, einer der größten Theologen, jüdischen Theologen seiner Zeit. Also Paulus war ein sehr gebildeter Mann. Und als er dann zum Glauben kam und erkannte, dass Jesus der Messias war, da konnte es kaum warten. Jeden eigentlich musste er überzeugen, dass Jesus der Messias ist jetzt. Sehst du es endlich? Jesaja 53, schau es endlich mal an. Und er konnte mit jedem, jede Diskussion gewinnen. Aber er hat nur mehr Schwierigkeiten gemacht, anstatt dass er Leute zum Glauben gebracht hat in diesen Anfangsjahren seines Dienstes. Das sehen wir hier. In Apostelgeschichte 9, die Beschreibung seiner Bekehrung ist auch in diesem Kapitel. Aber Vers 29, es heißt hier, er redete und stritt auch mit den Hellenisten. Sie, also auch heißt, also nicht nur mit denen, sondern mit anderen auch und so weiter. Also er stritt ständig in Diskussionen, ja, weil er konnte jeden unter den Teppich kehren, der versuchte, ihm zu sagen, Jesus sei es nicht. Er kannte, er wusste es. Sie aber machten sich daran, ihn umzubringen. Also sie haben ihn so sehr geärgert, ja. Haben ihn sogar wollen umbringen. Als das aber die Brüder erfuhren, brachten sie ihn nach Caesarea und schickten ihn nach Tarsus. Also sie sagten, Paulus, komm weg von da. Komm, gang nach Tarsus. Er kam von Tarsus. In anderen Worten haben sie ihn wieder zurück nach Hause geschickt. Paulus, bitte. Ja. Du machst mehr Schwierigkeiten. Dein Eifer ist wunderbar, aber ohne Weisheit, ja. Komm bitte wieder heim zu Mami. Sie schickten ihn nach Tarsus. Die Gemeinde schickte ihn weg. Diesen Paulus, der ja nachher natürlich zwei Drittel des Neuen Testaments schreibt dann und Großartiges natürlich vollbringt und tut in seine Missionsreise und Gemeinden gründet. Aber zu diesem Zeitpunkt hat er eigentlich nur selber sich Probleme gemacht. Denn in Vers 31 heißt es, nachdem sie ihn nach Tarsus geschickt haben, so hatten nun die Gemeinden Frieden in ganz Judäa und Galiläa und Samaria und wurden aufgebaut und wandelten in der Furcht des Herrn. Halleluja. Der Paulus, wo auch immer er hinkam, er hat immer wieder Streitgespräche gemacht und es gab einfach mehr Probleme als Hilfe. Tja, Paulus hat sich selber auch ein bisschen Anfechtungen auferlegt. Und vielleicht haben wir das auch schon in unserem Leben. Aber preis dem Herrn, Gott ist auch größer als das. Amen. Gott nutzte das, als Paulus in Tarsus war, und er war ja mehrere Jahre dann eigentlich weg dort, dass er in dieser Zeit hatte seine große Offenbarung bekommen vom Herrn, wie es beschreibt in Galaterbrief Kapitel 1, wie er Gott ihm die Offenbarung gegeben hat über alles, wer Jesus war im Alten Testament, was Jesus erfüllt hat. Die Gerechtigkeit Gottes in Jesus. Alles, was er im Römerbrief schreibt, also all die Paulus-Erkenntnisse, die wir im Neuen Testament haben, die hat der Herr ihm dann gegeben, außerhalb die halbe Mami ist, ja. Da in der Abgeschiedenheit. Bis Barnabas ihn schlussendlich dann holt, als die erste heidnische Gemeinde in Antiochia beginnt. Ja, und da so viele Heiden zum Glauben gekommen sind, die die Schrift nicht kennen, Barnabas sagt, ich brauche Hilfe, ich gehe den Paulus holen. Und er holte Paulus nach Antiochia und sie lehrten die Gläubigen dort. Und Paulus, das war der Anfang natürlich, als er dann in die Missionsreise ging, um Gemeinden zu gründen. Also Gott wusste die Situation, auch wenn es mit seinen eigenen Fehlern dazu kam, wusste die Situation auch zum Besten zu machen, auch wenn man selber versagt hat. Ist das nicht schön? Ist es nicht das, was,
was, wenn man Römerbrief Kapitel 8 und Vers 28 liest, das ist immer wieder wirklich einfach ein ermutigendes Wort, wo es heißt, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Alle Dinge. Wenn du den Herrn liebst, wenn du mit ihm einfach unterwegs bist, dann wird der Herr einfach jede Situation, wenn du ihm vertraust, wenn du weißt, Halleluja, es Freude zu achten, wenn du in Anfechtung geraten oder hineingekommen bist, ja, dann wird der Herr die Situation ändern und verändern. Halleluja. Was der Teufel zum Bösen meint, wird der Herr umkehren und zum Guten machen. Nun aber nicht nur wir selber, manchmal machen uns selber Probleme im Leben. Ich meine, wenn du deinen Ehepartner nicht richtig behandelst und dein Ehepartner dich ständig anschreit, dann musst du nicht fragen, ja, ich bin angefochten von meiner Frau, von meinem Mann, was weiß ich. Ja, was tust du? Wir zeigen immer so schnell mit unseren Fingern auf den anderen, wer schuld ist. Ja, ja, mein Chef, ja, mein Job, mein dies, das und jenes. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht immer das Problem bei anderen suchen. Manchmal ist bei uns und lass der Heilige Geist in dein Leben reden. Aber manchmal können natürlich auch andere das Problem sein. Andere, die natürlich, ja, wo du nichts dafür kannst, dass Anfechtungen kommen. Paulus kam ja dann als Gefangener, wurde er nach Rom gebracht und als sie einen Zwischenhalt machten in Kreta, ja, sagte Paulus, ich habe vom Heiligen Geist empfangen, dass wir nicht losfahren sollten, weil der Wind ist uns entgegen, Sturm kommt auf, ich sehe, wie wir als ganzes Schiffbruch erleiden werden. Hat eine übernatürliche Offenbarung vom Herrn bekommen. Aber er war ein Gefangener, also er konnte es nicht bestimmen. Und er sagte es natürlich dem Schiffsmeister, ja, bitte nicht abzufahren. Und der Schiffsmeister, ja, komm, hör auf, wer bist denn du? Und sie sind losgefahren. Und was ist dann passiert? Eben, sie waren ja 2 Wochen lang, waren sie natürlich auf dem See und mussten alle Sachen vom Schiff runterschmeißen. Sie sind dann Schiffbruch erlitten. Also schwierige Zeit gehabt. Alle sind seekrank geworden, wir haben die Sonne nicht gesehen, werden 2 Wochen lang und so weiter und so fort. Hier ist Paulus. Ja, mittendrin in dem Ganzen, er konnte nichts dafür, andere haben die Entscheidung für ihn getroffen. Manchmal ist es so. Ich denke an Kaleb und Josua, 2 von den 12 Kundschaften, die zurückkamen. Sie kamen mit einem guten Bericht. 10 sagten, wir können das Land nicht einnehmen. Kaleb und Josua sagten, wir schaffen es, weil Gott für uns ist. Gott hat uns gesagt, wir können es. Spielt keine Rolle, wie groß die Leute dort sind, wie stark befestigt die Städte sind. Wir schaffen es, weil Gott es gesagt hat. Aber das Volk hörte eben auf die 10, ja, auf die Mehrzahl. Nicht immer hat die Mehrzahl recht. Ja. Und was hieß es dann? Dann blieben sie weitere 40 Jahre in der Wüste. 40 Jahre in dieser kleinen Wüste eigentlich. Kannst du mal auf eine Karte schauen. Du brauchst ja kein Jahr, um in der Wüste umherzuirren. 40 Jahre lang, immer wieder im Kreis dort in der Wüste. Und wer war unter ihnen? Das war Kaleb und Josua. Sie konnten beide nichts dafür. Sie hatten einen guten Bericht. Und dennoch mussten sie mitleiden mit dem Volk Israel diese 40 Jahre lang, bis sie endlich ins verheißene Land kommen konnten. Sie waren die Einzigen, die hineinkommen konnten. Sie waren nicht schuld. Und manchmal geschieht es so, dass wir Anfechtungen, Schwierigkeiten im Leben erleben, weil wir böse Nachbarn haben, weil wir einen schwierigen Chef haben, weil was weiß ich, was es sein kann. Aber Gott ist größer als das. Wenn wir in der Anfechtung Gott vertrauen, Halleluja, beim Herrn bleiben, dann werden wir sehen, wie Gott eben auch dadurch auch einen Sieg erringen wird. Manchmal kann es auch der Teufel sein, der uns Schwierigkeiten bringt. Es gibt einen Teufel einfach, oder die Welt, ich meine, die Welt ist voller Schwierigkeiten. Warum es den einen trifft und den anderen nicht, kann man nicht sagen, weil sie es verdient haben. Nein, nicht alles geschieht den Bösen. Jesus hat einmal ja gesagt, ja, meint ihr, dass diese Leute, die umgekommen sind, weil der Turm von Siloa auf sie gefallen ist, dass sie bösere Menschen gewesen sind als andere? Nein, warum ist es dann passiert? Wir leben in einer Welt voll Unheil. Gott sei Dank haben wir den Heiligen Geist, der uns führen will, möglichst um diesen Unheil herum. Aber es gibt auch einen Teufel, auch einen Satan. Stell dir mal vor, Jesus sagt seinen Jüngern, komm, lass uns ins Boot steigen und ins andere Ufer fahren. Und ausgerechnet dann muss ein so heftiger Sturm aufkommen.
so heftige Sturm aufkommen, dass sie sogar zu ertrinken bedroht sind. Und Jesus steht auf und spricht zum Sturm und sagt, hör auf. Manchmal eben Schwierigkeiten. Ich denke an Paulus, auch er schlussendlich nach diesem ganzen Schiffbruch, kannst du dir vorstellen, die sind ja alle, haben ja seit 2 Wochen lang nichts mehr gegessen und so, sind endlich in Malta angekommen, Schiffbrüchige, und sie haben alle kalt und sie sammeln natürlich dann etwas, um ein Feuer zu machen. Und Paulus ist auch dabei am Helfen, als Gefangener, am Helfen, dann ein bisschen Holz zu sammeln für das Feuer. Und ausgerechnet, oder, sammelt ein bisschen Holz und fast denkt, das ist ein Holz und das ist der Schwanz einer Schlange hier. Und sie beißt ihn. Und dann ist es auch noch eine giftige unter all dem. Ich kann mir ja gar vorstellen, Paulus denkt, also Herr, muss das sein? Muss das jetzt auch noch sein? Ja. Ausgerechnet. Ich meine, es gibt doch viele andere Leute, die Holz am Sammeln sind. Warum muss es mich wieder treffen? Ja. Aber Paulus wusste. Paulus hat was gelernt, hat die Schrift natürlich auch von Jakobus gekannt. Achte es lauter Freude. In anderen Worten, was hat er gemacht? Er hat die Schlange einfach abgeschüttelt und machte einfach weiter. Und die ganzen Eingeborenen, die kannten nämlich diese Schlange. Sie wussten, wer gebissen wird, der wird sich aufblasen, wie so eine Pufferfisch, oder? Oder? Und sterben, oder? Und sie haben alle geguckt und immer mit Paulus ein bisschen hinterher in den Gebüschen geguckt, oder wann wird er aufblasen? Und ich sage, passiert, Paulus, mach noch mal weiter. Sie sind erstaunt, sie sagen, ja, Paulus ist von Gott gesandt. Und da erinnern sie sich an ihren Häuptling, ja, der selber erkrankt ist, und sie holen Paulus, ob er nicht kommen würde, um für ihn zu beten. Paulus betet für den Häuptling und andere auch. Sie haben eine große Heilungserweckung dort auf der Insel, und die ganzen Eingeborenen, die beschenken Paulus mit Silber und Gold und allem, was man überhaupt sich vorstellen kann. Und Paulus ist ja nur der Gefangene. Gott wandte die Situation, weil er wusste, dass er nicht schaut auf die Schwierigkeit, er schaut auf den Herrn, der eben einen Plan und eine Absicht für sein Leben hat. Aber es ist auch so, es kann ja auch sein, dass Gott uns auch manchmal in schwierige Lagen hineinbringt, aufgrund des Evangeliums, weil er das Evangelium da hineinbringen möchte. Denkt an Paulus, was für einen großartigen Dienst er hatte, so viele Gemeinden gegründet, und doch war er dann 2 Jahre im Gefängnis in Caesarea und dann noch weitere 2 Jahre im Gefängnis in Rom. 4 Jahre konnte er sich nicht frei bewegen und hat sich wohl gefragt, wie kann das denn der Wille Gottes sein? Es war nicht einfach für ihn, wenn er gedacht hat, was könnte ich noch alles tun und Gemeinden gründen, die Gemeinden besuchen, die Gläubigen stärken. Und hier bin ich eigentlich in dieser, ich habe Hausarrest, 2 Jahre in Caesarea, 2 Jahre, 4 Jahre, das ist lange. Aber Gott hat die Situation benutzt, weil die Gläubigen haben umso mehr Freimütigkeit bekommen und der ganze Rom hat das Wort Gottes gehört durch die Soldaten, die eben auch da waren, die Paulus zugehört haben. Das heißt, das ganze Wort Gottes hat Rom durchflutet in dieser Zeit. Gott wusste, die Situation zu ändern. Manchmal führt der Herr uns in schwierige Situationen, weil er das Evangelium irgendwo hineinbringen will. Vielleicht ist es auch, damit wir lernen zu wachsen. Wer schon einmal Militär gemacht hat, in der Schweiz hier oder auch woanderswo, der weiß, es ist nicht immer einfach, aber am Schluss, wenn du das Militär gemacht hast, bist du umso stärker nachher. Wenn du ständig in einem Gewächshaus aufwächst und du dann schlussendlich rauskommst, wo die Stürme sind, du wirst sofort niederfallen. Also wenn wir erwarten, dass Gott uns nur ein bequemes Leben verheißen hat, dann bist du im falschen Film. Es wird nicht easy sein immer. Und manchmal muss der Herr uns führen in Situationen, wo es nicht immer ganz einfach ist. Vielleicht hast du einen schwierigen Chef. Ja, das ist nicht der Wille Gottes. Ja, ich muss meinen Job einfach wechseln. Wenn du jedes Mal deine Situation änderst, nur weil es schwierig geworden ist, dann wirst du niemals wachsen als Gläubige. Vielleicht hat der Herr dich gerade deswegen dort, um ein Zeuge zu sein. Ja, wie weiß ich, was ist dann? Ja, da musst du dich führen lassen vom Heiligen Geist. Aber eines kannst du wissen, egal woher die Anfechtung kommt, dass der Herr dir einen Sieg geben wird. Aber du brauchst die Weisheit des Herrn. Ich denke noch einmal an Paulus und Silas im Gefängnis. Hier loben sie den Herrn, oder? Sind geschlagen worden und kommt ein Erdbeben, die Türen gehen auf und Halleluja, das wäre der Moment, wo sie hätten sagen können, ja, jetzt hauen wir ab.
Ich hätte vielleicht gedacht, das ist Gottes Weg, um sie freizusetzen. Jetzt müssen wir einfach abhauen, solange wir noch können. Aber nicht Paulus. Nicht Paulus, weil er wusste, er will aus jeder Anfechtung will er einen Sieg für Gottes Reich herausholen. Und er wusste, Gott hat ihn gesandt nach Europa, als er diesen mazedonischen Mann sah in seinem Traum. Er wusste, er ist von Gott gesandt. Und bis jetzt konnten sie nur in einer kleinen Gebetsversammlung sein. Eine Frau namens Lydia, die ist zum Herrn gekommen mit ihrem Haus. Aber sonst, eine Dame wurde befreit von einem Wahrsagergeist. Aber vieles nicht passiert. Es kann doch nicht sein, dass wir einfach abhauen. Nein, er sagte, Gott hat einen Plan. Gott hat einen Plan, wenn ich da bin. Wenn ich da schon Schmerzen erlitten habe für das Evangelium, dann wird der Teufel bezahlen müssen dafür. Und sie blieben, und die Geschichte geht ja auch so, oder, dass der Gefängniswärter sich das Leben nehmen wollte. Und Paulus sagt, nein, wir sind alle hier, brauchst es nicht zu tun. Und der Gefängniswärter lehrt alle zu sich nach Hause. Ja, sie haben einen wunderbaren Brunch. Und er hört das Evangelium auch dort. Und er sagt, ja, kann ich mich auch taufen lassen? Also sie haben noch einen Taufgottesdienst. Und dann gucken sie auf die Uhr und merken, oh, die Sonne geht bald auf. Ja, wir müssen wieder zurück ins Gefängnis, weil sonst kommt es mit Schwierigkeiten. Ja, der Gefängniswärter. Also der Gefängniswärter führt sie alle wieder zurück und sie gehen alle wieder freiwillig zurück in den Gefängnis. Spinnst du, Paulus? Nein, Paulus weiß, Gott wird diese Situation nehmen und wird sie wenden zum Positiven. Gott hat einen Plan dahinter. Vielleicht war es schwierig, die Schwierigkeit war schon so, aber durch diese Schwierigkeit hat Gott etwas Großartiges daraus gemacht. Weil in der Zwischenzeit haben nämlich die Behörden von der Stadt in Philippi gehört, dass Paulus auch ein römischer Bürger war. Und da haben sie mit der Angst gekriegt, weil einen römischen Bürger durftest du nicht schlagen. Er hatte besondere Rechte. Und sie wussten, sie würden in Schwierigkeiten kommen. Deswegen haben sie dann geschickt gesagt, Gefängniswärter, lass sie einfach frei, lass sie einfach wieder gehen. Und Paulus sagte, nein, wir gehen nicht. Die müssen persönlich vorbeikommen, sich entschuldigen bei uns und die ganze Bevölkerung wissen lassen, ja, das, was sie mit uns gemacht haben, war nicht in Ordnung. Und die Menschen, die dort dann in der nächsten Zeit zum Glauben gekommen sind, die sind zum Glauben gekommen, eine starke Gemeinde ist entstanden, weil Paulus stark geblieben ist und einfach darauf vertraut hat, Gott wird auch aus einer schwierigen Situation etwas Gutes draus machen. Und da schrieb er natürlich seinen Brief an die Gemeinde in Philippi, die wir alle ja gut kennen. Oh, preis dem Herrn. Lasst uns stark sein. Jakobus schreibt, achte es für lauter Freude, wenn ihr in Anfechtung geratet, weil ihr wisst, ihr müsst etwas wissen, die Bewährung eures Glaubens wird Geduld bewirken, wird Geduld erfordern natürlich auch in uns. Ja, nicht so wie die Frau, die sagte, Herr, ich brauche Geduld und zwar sofort. Ja, also Geduld, ausharren. Festhalten, nicht aufgeben. Du sagst, ja, ich warte schon so lange. Gib nicht auf. Gib nicht auf. Wenn du das Wort Gottes dafür hast, Halleluja, dann halte dran fest. Ja, aber ich habe das selber eigentlich verursacht. Spielt keine Rolle. Vertraue auf Gott. Gott wird die Sache auch für dich wenden. Seine Gnade ist groß genug. Ja, aber der Teufel. Ja, aber die Welt. Ja, aber meine Nachbarn. Ja, meine Schwiegermutter, ja. Was auch immer es ist. Halte fest, denn die Bewährung eures Glaubens wirkt Geduld. Und was heißt es hier dann auch weiter? Und die Geduld oder das Ausharren soll ein vollkommenes Werk haben, Vers 4, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Das standhafte Ausharren aber soll, das heißt, du musst es zulassen. Es liegt an dir. Sie soll, sie wird nicht, außer du hältst einfach weiterhin fest. Und wenn du festhältst, dann wirst du wachsen, dann wirst du stark werden. In Anfechtungen, in Schwierigkeiten, wenn du nicht aufgibst. Der Schlüssel, dass du gewinnst, ist Geduld. Nicht aufgeben, nicht aufgeben. 2. Korintherbrief 4 und Vers 17 sagt uns hier, denn unsere Bedrängnis, die schnell vorübergehend und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Halleluja. Er sagt, die schnell vorübergehend und leicht ist. Ja.
Preist dem Herrn. Der Herr wird uns die Gnade schenken. Paulus hat es auch einmal satt gehabt. Er schreibt es in seinem zweiten Korintherbrief, in dem er schreibt, ich hab den Herrn gebeten dreimal, dass er endlich einmal sich befreien sollte von diesen Anfechtungen. Egal in welche Stadt er kommt, er wird immer wieder von den Juden, wird er dann beschimpft, wird er dann geschlagen, wird er verfolgt und hat den Herrn gesucht. Herr, das soll doch endlich einmal aufhören. Weil der Teufel ging immer wieder voran und hat die Leute aufgewiegelt, extra noch aufgewiegelt dazu. Der Teufel wird böse, wenn man anfängt, über Jesus zu reden. Du kannst über Buddha reden, du kannst über Mohammed reden, du kannst über Gott reden, aber wenn du anfängst, über Jesus zu reden, dann gehen die Gemüter hoch. Oh, ich sag dir. Ich war ja eingeladen vor einigen Jahren, Kasper, magst du dich noch erinnern, wir waren beim Schweizer Botschafter in Ghana eingeladen zum Mittagessen. Und da sind wir da gesessen und so und sind ein christliches Werk, eine Schule dort und hat uns eingeladen, um einfach dort zu sagen, was wir alles machen. Und da dachte ich, ja, darf ich beten für das Essen, ja, bevor wir essen? Sie sagten, ja, in Ordnung. Da habe ich einfach ein nettes, ich bin beim Schweizer Botschafter, oder? Da benimmt man sich ja. Ja, mal schauen, ja, Herr, wir danken. Und dann habe ich gesagt, im Namen, habe mein Gebet abgeschlossen, wie ich sonst immer mache, im Namen Jesus. Amen. In dem Moment, wo ich Namen Jesus gesagt habe, magst du erinnern, Herr Hoschper? Die Frau des Schweizer Botschafters, sie war nicht keine Schweizerin, sie war von einem anderen Land, ja. Die hat dann losgelegt. Die hat dann angefangen zu schimpfen und zu beschimpfen. Und wie kannst du ja nur im Namen Jesus? Also ich dachte, hallo, was habe ich denn gemacht? Also wir haben es dann noch ein bisschen beruhigt, so ein bisschen. Aber ich habe es gar nicht gemerkt, der Name Jesus. Ich habe mal, nachdem ich von der Bibelschule in die Schweiz kam, ich habe so einen Sprachkurs gemacht im Französisch in der Weltschweiz. Und da saßen wir in der Klasse und so. Wir waren aus der Deutschschweiz, wir durften nur Französisch reden, das Wenige, was wir konnten. Ja. Und wir sollten eine Diskussionsrunde haben und niemand wollte reden. Niemand wollte irgendwas sagen. Ja, und schlussendlich, ich weiß nicht mehr genau, was das Thema war, ja, was ist dir wichtig oder irgend so was Ähnliches. Und da dachte ich, ja, dann mal schauen, reden mal was hinein. Habe gesagt, ja, ich glaube, dass Jesus, ich weiß nicht genau, was ich mehr sagte, aber ich sagte, ich brauche einmal Jesus mit hinein. Jesus Christus, ja, ist besonders wichtig. Irgendwas habe ich gesagt. Ich sag dir, da sind alle los, ja. Und die wollten auf Deutsch und die Lehrerin sagte, nein, nein, no, seulement français, seulement français. Die hat so eine Freude gehabt, oder? Weil jeder hat versucht, einmal sich jetzt auszudrücken, oder? Da ging die Diskussion los, als es um den Namen Jesus auch ging. Ja, preis dem Herrn. Also wir werden, wie wir es hier lesen, also wir müssen es zulassen. Wir müssen wissen, dass Bewährung unseres Glaubens Geduld wirkt. Und wenn wir festhalten, dann werden wir stark werden. Dann heißt es hier, dass wir eben auch es zulassen müssen, dass wir es lassen, es soll sein vollkommenes Werk haben. Und dann sagt er hier in Jakobus 1, Vers 5, sagt er hier, dass wir etwas bitten sollen. Wir sollen bitten um Weisheit, in Vers 5. Wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gerne ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Also Weisheit zu wissen in der Situation, was zu tun ist. Ist es vom Herrn, soll ich weiterhin hier ausharren? Soll ich etwas unternehmen? Soll man fliehen? Soll man bleiben? Soll man, was auch immer, was es ist, man braucht Weisheit. Und er sagt hier, das ist das Schöne, bitte Gott für Weisheit in dem Moment, wo du auch Anfechtungen erhältst, damit du weißt, wie du zu handeln hast. Nicht einfach der Unbequemlichkeit einfach aus dem Weg gehen, sondern wisse, was zu tun ist. Und er sagt hier die Wichtigkeit, dass man im Glauben, im Vertrauen an Gott bittet und nicht zweifeln, ja, dies und das, hin und her, wie eine Meereswoge umhergeworfen. So leicht. Deswegen ist es so wichtig, dass man eine Beziehung zu Gott entwickelt. Weil wenn die Anfechtungen kommen, dann musst du natürlich auch selber verstehen und wissen, wie damit umzugehen ist.
aber du hast immer die Trumpfkarte in deiner Hand. Das Wort Gottes, das, was Gott sagt in seinem Wort. Halleluja. Und dass er die Welt auf den Kopf stellen möchte. Paulus, 4 Jahre im Gefängnis gebunden, hat auch die Kolosse-Gemeinde gebeten, bitte betet für mich für eine offene Türe. Als er nach Rom endlich kam, es heißt, und er fasste Mut, als er die Gläubigen sah. Also auch Paulus war ein Mensch, der manchmal auch nicht immer verstand, was Gott für eine Stickarbeit macht, weil er nur die Hinterseite sah. Aber vertraute darauf. Und am Schluss im Philipperbrief kannst du es lesen, wie er dann natürlich Gott lobt und schreibt, es hat alles zum Besten gewirkt, als ich hier nach Rom gekommen bin. Zwar als Gefangener, aber Gott hat es benutzt mit dem Soldaten, der alle 4 Stunden eine ausgewechselt worden ist. Die ganze römische Garde hat nämlich das Evangelium gehört und sogar ins Haus vom Kaiser ist das Evangelium hineingekommen. Und weil schon die ganze Oberschicht anfängt, darüber zu reden, ja, über das Evangelium von Jesus Christus, haben alle anderen Gläubigen Mut gefasst, auch darüber zu sprechen. Das, was Paulus schreibt im Philipperbrief. Gott hat das Ganze eigentlich während der Zeit im Hintergrund gemacht, ohne dass Paulus es eigentlich gemerkt hat. Vertrauen wir auf ihn. Bitten wir Gott darum. Bitten wir Gott, zu wissen, was zu tun ist. Und dann heißt es hier ab Vers 9, der Bruder aber, der niedrig gestellt ist, soll sich seine Erhöhung rühmen. Der Reiche dagegen seine Niedrigkeit, denn wie eine Blume des Grases wird er vergehen. In anderen Worten, schaue nicht auf deinen Sozialstand oder aus welchem Hintergrund du kommst. Wenn du viel hast, dann sei nicht stolz damit, sondern wisse, dass du eine Verantwortung hast, anderen damit zu dienen. Wenn du wenig hast, dann freue dich darüber, dass dein Reichtum wird nicht nämlich gezählt in dem, was du besitzt, sondern in dem, wer du bist. Also egal, wo du gerade bist im Leben, schau nicht auf das Äußere, um zu beurteilen, ob du wertvoll bist oder nicht, ob du Gottes Berufung hast oder nicht. Das Äußerliche sagt es nämlich nicht aus. Und so kommt ihr hier zum Vers 12, mit dem möchte ich natürlich auch abschließen. Er sagt hier, glückselig oder gesegnet ist der Mann, der die Anfechtung erduldet. Also erduldet heißt nicht nur aushalten. Wann ist endlich vorbei, wann ist endlich vorbei. Sondern der durchhält, festhält, mit Freude. Achte es lauter Freude, nicht einfach nur warten. Sondern es heißt, achte es lauter Freude. Weil nur dann weißt du, dass du eigentlich siehst, wie Gott größer ist als diese Situation. Dass Gott irgendwie diese Situation, diesen bösen Menschen, diesen Chef, der schwierig ist, meine Nachbarn oder wer auch immer es ist, im Namen, ich feiere weiterhin eine Party dafür, dass Gott am Eingreifen ist, die Situation zu verändern. Und glückselig oder gesegnet ist der Mann, der die Anfechtung erduldet, durchhält, denn nachdem er sich bewährt hat, ist diese Bewährung, die wir erleben für unseren Glauben in diesem Leben, die wird uns auch im nächsten Leben gut kommen. Weißt du das? Dein Glaube, dass du hier eben mit den Schwierigkeiten, das ist wie wenn du im Fitnesscenter gehst, oder? Was tust du? Du hebst Gewichte auf. Warum? Ja, du brauchst es eigentlich normalerweise nicht. Du hast einen Arm, du hast hier Muskeln. Aber je mehr Gewichte du machst, umso mehr Widerstand hast du, umso stärker bist du. Das heißt dann, wenn du mal ein Klavier dann bewegen musst, ja, musst nicht sagen, oh nein, ich habe zu wenig Muskeln für, ich bin zu wenig stark. Nein, du bist geübt dafür. Also alles, wo dein Glaube bewährt wird, und das wird bewährt in schwierigen Situationen, in schwierigen Lagen, in Herausforderungen, die man auch hat in diesem Leben, das wird ja für alle Ewigkeit auch bleiben. Baue deine geistlichen Muskeln. Denn nachdem er sich bewährt hat, wird er die Krone des Lebens empfangen. Oh, Halleluja. Jetzt ist interessant, was er sagt. Welche der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Er hat nicht gesagt, die ihm gehorchen. Das bemerkt ihr. Er hat nicht gesagt, die ihm gehorchen, die Werke Gottes getan haben, sondern er sagt hier, diejenigen, die ihn lieben.
darauf kommt es auch immer wieder an und darauf wird auch Jakobus weiterhin in seinem Brief eingehen, dass es geht um Beziehung mit Gott. Nicht um Dinge, die man für ihn tut, nicht um Gehorsam alleine, sondern man ist gehorsam, weil man ihn liebt. Man tut die Dinge, die ihm wichtig sind, weil man ihn liebt. Und nicht, ich tue die Dinge, die ihm wichtig sind, damit er mich liebt. Nein, er liebt dich sowieso. Er liebt dich, er liebt sogar den Sünder. Also, ja, was soll's. Aber wir tun die Dinge, weil wir ihn lieben. Und es heißt, welche der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Liebst du Gott? Dienen wir dem Herrn aus Liebe? Folgen wir ihm nach? Sind wir bereit, wie auch hier Jakobus schreibt, an die jüdischen Gläubigen, die verstreut sind in der ganzen Welt, verfolgt werden von den Römern, von den Heiden, von den ihren jüdischen Landsleuten sogar, dass sie festhalten. Der ganze Hebräerbrief ist ein aufbauender Brief auf dem, weil auch dort ist dieser Brief geschrieben an jüdische Gläubige, die dabei waren, ja, zurückzufallen. Zurückzufallen. Aber Gott hat eine Krone für mich, eine Krone für dich. Lass uns stark werden in dieser heutigen Zeit. Es braucht Mut, um für das einzustehen, was du glaubst. Es braucht Mut. Das heißt nicht, dass wir andere fertig machen müssen. Aber ich kann tolerant sein, ohne dass ich sagen muss, ich finde das gut. Aber in der heutigen Zeit, wie ich vorhin gelesen habe, mit diesen Pubertätsblockern und so, Ärzte haben Schiss bekommen, dass sie einfach das tun müssen. Sie dürfen diese Dinge nicht in Frage stellen. Man darf nicht sagen, dass man es anders sieht. Du wirst gerade fertig gemacht. In der Gesellschaft, wo wir sind. Aber wir müssen solche sein, die bereit sind, für das einzustehen, ohne den anderen schlecht zu machen. Und ohne zu sagen, das ist meine Meinung. Nein, das ist nicht meine Meinung. Das ist das, was in der Bibel steht. Im Wort Gottes. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Was kann ich dafür? Ich habe es nicht gesagt, ich habe es nicht geschrieben. Jeder kann glauben, was er will. Du kannst Buddhist sein, Mohammedaner, Islam. Du kannst sein, was du willst. Wir haben einen freien Staat. Aber für mich, Jesus hat gesagt, Jesus ist der einzige Weg zu Gott, dem Vater. Er hat es gesagt. Werde nicht böse mit mir. Ich will ja kein Heuchler sein. Soll ich ein Heuchler werden? Frage ich manchmal die Leute, oder haben solche Diskussionen gehabt, oder? Ja, ist es lieber für dich, dass ich ein Heuchler werde und sage, ich sei Christ, aber ich tue nicht das, was Christus eigentlich gesagt hat? Jesus sagte, der Weg, die Wahrheit, das Leben, ich kann nichts dafür. Ich würde dir gerne sagen, es gibt andere Möglichkeiten, aber er hat gesagt, es gibt nur diese. Deswegen kannst du den ganzen Druck von dir selber wegnehmen und sagen, so steht's hier. Aber zu diskutieren wie Paulus, ja, dass man jede Diskussion gewinnt, aber niemanden zum Herrn führen kann, das hilft niemandem. Um das geht es nicht. Es geht darum, die Liebe Gottes Menschen zu zeigen, für Menschen einzustehen, für Menschen zu beten. Und selbst wenn man in schwierige Lagen kommt, nicht sich selber fertig zu machen, ja, womit habe ich denn das verdient? Ja Gott, was habe ich falsch gemacht? Anfechtungen kommen zu uns allen. Das heißt nicht, dass wir was Falsches gemacht haben. Es kann sein. Aber da brauchst du Weisheit. Und da haben wir einen Gott, der ohne Vorwurf dir Weisheit geben wird. Wenn du jetzt gerade damit seid. Sondern er ist da und sagt, was willst du wissen? Aber wer nicht fragt, der kriegt keine Antwort. Lass uns aufstehen. Oh, Halleluja. Danke, lieber Herr, für dein Wort. Danke, Jesus, dass du uns ermutigst, uns ermahnst, uns tröstest, Herr. Dass wir diese ersten Worte der Heiligen Schrift im Neuen Testament, Herr, für uns in besonderer Art und Weise zu Herzen nehmen, Herr. Wie wollen wir reif werden? Wie wollen wir erwachsen werden, Herr, wenn wir nicht bereit sind, die ersten Worte auch zu Herzen zu nehmen. Dass wir nicht nach Bequemlichkeit leben, Herr, sondern wir leben danach, Herr, dir zu dienen, Herr, dich zu lieben. Und weil wir dich lieben, Herr, auch die Dinge zu tun, Herr, die
dir wichtig sind. Dass wir dein Wort, Herr, hinaustragen in unsere Welt. Wir danken dir, Herr, dass du für uns sorgst, Herr. In unserem Leben, Herr, für Wohlergehen, für Gesundheit, für Stärkung, Herr. Für alle Situationen, dass sie sich wenden können, Herr, wenden sollen, Herr, diejenigen, die Gott lieben. Halleluja. Oh, und wir danken dir, Herr. Wir danken dir, Herr, dass wir keine Weichlinge sind, Herr, sondern dass wir stark sind. Stark sind, um zu stehen, Herr, zu dem, was wir glauben, dass wir bereit sind, auch Jesus zu verkünden, Herr, in unserer Welt, wo wir sind, wo wir stehen. Herr, gib uns Freimütigkeit, Herr. Freimütigkeit durch dein Wort und durch den Heiligen Geist, Herr. Und wir geben dir Lob und Dank, dass wir dich immer wieder von Neuem, Herr, einfach sehen, mittendrin, Herr, in allem, dass du größer bist, Herr, und die Lösung schon vor jedes Problem schon geschaffen hast, Herr. Danke für deine Gnade und deine Liebe, Herr, auch für uns, auch für all die Fehler, Probleme und Situationen, die wir uns selber auferlegt haben, Herr, durch falsche und schlechte Entscheidungen, Herr. Aber du bist größer als das. Du hast immer einen frischen und neuen Plan A, Herr, für uns. Wir geben dir Lob und Dank dafür, Herr. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Glory to God. Lass uns die Häupte neigen, unsere Augen schließen einen Moment. Und nimm dir auch Zeit manchmal vielleicht, all die schwierigen Situationen in deinem Leben Bilanz zu ziehen, sie vor dem Herrn zu bringen. Dass du nicht kämpfst in deiner eigenen Kraft, sondern dass du den Herrn mit einbeziehst. Dass er weiß einen Weg. Und vielleicht ist es nicht immer ein einfacher Weg, aber es wird ein Weg, das zur Herrlichkeit führt. Halleluja, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Halleluja. Halleluja. Halleluja, Jesus. Oh, Father, thank you, thank you, thank you, thank you, Lord. Halleluja, Jesus. Thank you, Father. Herr, hilf uns zu hören. Zu hören auf deine Worte, auf deinen Geist, Herr. Häupte geneigt, Augen geschlossen, kurzen Moment hier in der persönlichen Sphäre. Wie ich es vorhin zitiert habe, aus Johannes Kapitel 14, Jesus sagte, ich bin der Weg, die Wahrheit, das Leben, niemand. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Jesus der Einzige, der Sünden vergeben kann, weil er der Sohn Gottes war und sein Leben für uns gegeben hat, ein vollkommenes Leben. Er ist der Einzige, der Gnade schenken kann und Vergebung. Dafür ist er auch gekommen. Vielleicht bist du hier oder auch im Livestream zugeschaltet, wo du in deinem Herzen dir wirklich nicht die Sicherheit hast, dass wenn du diesen Moment deinen letzten Atemzug nehmen wirst, der Tag wird kommen, ob du dann wirklich beim Herrn wärst. Das ist etwas, was du wissen musst, denn die Bibel sagt, wir sollen wissen, dass wir das ewige Leben haben. Nicht haben werden. Denn wir können dieses ewige Leben nicht verdienen, denn sie ist eine freie Gabe von Gott. Oder vielleicht bist du hier oder auch im Livestream und du hast dich schon für Jesus entschieden und hast einen guten Start gemacht, aber irgendwelche Dinge haben dich aus der Bahn geworfen. Vielleicht Umstände, Anfechtung, Schwierigkeiten, wo du einfach Gott und die Welt nicht mehr verstanden hast, warum und wieso. Eine Antwort auf alles hat man nicht, warum etwas passiert oder geschieht. Wir leben in einer Welt, das völlig aus den Fugen geraten ist. Aber wir haben eine Lösung. Und die Lösung ist immer Jesus Christus. Und der Tag der Gerechtigkeit wird schon kommen. Der Herr sagt, er wird für Gerechtigkeit sorgen. Auch wenn dir Ungerechtigkeit widerfahren ist in dieser Weltzeit. Der Herr bittet uns manchmal auch, diese Ungerechtigkeit zu erdulden, damit möglichst viele Menschen noch zum Glauben finden können. Vielleicht hat dich was aus der Bahn geworfen und
Du sagst in deinem Herzen, ich möchte wieder zurückkehren. Ich möchte einmal wieder einen frischen Start machen mit dem Herrn. Mich ihm völlig hingeben. Nicht mehr auf meine Bequemlichkeit bedacht sein in erster Linie. Auf was ich nur will, sondern Herr, was willst du, dass ich tun soll? Das ist die Frage, die er hören möchte. Lass uns gemeinsam ein Übergabegebet einmal sprechen. Lass diese Worte aus deinem Herzen kommen, mit deinem eigenen Willen verbunden sein, indem wir sagen, lieber Gott im Himmel, ich glaube an den Herrn Jesus, dass er für mich gestorben und auferstanden ist, um mir ein neues Leben zu geben. Jesus, komm in mein Leben. Sei mein Herr. Führe mich durch den Heiligen Geist, um den Willen Gottes zu tun. Und ich danke dir für Weisheit, um mit allen Situationen umgehen zu können, damit es zum Erfolg für das Reich Gottes dient. Und ich danke dir, dass ich dein Kind bin, dass du mein Herr bist, für alle Zeiten. Und ich will dir nachfolgen und von Jesus erzählen. Im Namen Jesus bete ich. Amen. 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 Halleluja. Halleluja. Das ist das Einzige, worum er uns bittet. Dass wir Botschafter für ihn sind. Botschafter sind für ihn. Das heißt, dass wir die Fahne von Jesus Christus an unserem Herzen und Denken und Füßen tragen. Halleluja. Glory to God. Also das nächste Mal, achte es lauter Freude. Du sagst, ja, weiß nicht, ob ich das tun kann. Ja, du musst überwinden. Wie David sagte, lobe den Herrn meine Seele und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn. Tu eine Schallplatte auf oder eine CD oder Streaming oder was auch immer du noch hast heutzutage. Und lass Musik laufen und fang an einfach zu tanzen, zu loben, zu preisen. Ich sag dir, das wird etwas freisetzen in dir. Und die Engel Gottes, Halleluja, die werden losmarschieren. Und das, was jetzt so lange gedauert hat, wird in Kürze sich wenden können. Halleluja. In Jesu Namen. Amen.